YouTube Tricks und Tipps 2018. Einer der wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, dein Video bei YouTube gut zu ranken, damit es auch gefunden wird in der Suchmaschine, ist das Transkribieren. Das Transkribieren ist aber allerdings auch die aufwendigste Arbeit von allen YouTube-SEO-Aktivitäten. Bisher war ich meistens dafür zu faul, aber jetzt habe ich einen Trick herausgefunden, wie man so ein Transkript in Kürze erstellen kann. Und diesen Trick zeige ich dir jetzt in diesem Video. Bleib jetzt dran. Ja, ich zeige dir jetzt mal, wie ein Video aussieht, das transkribiert wurde. Also, ich bin jetzt hier auf meinem Kanal und ich bin hier eingeloggt. Und bei der Übersicht oder bei der Videosuche erkennst du solche Videos hier an diesen Zeichen. Da steht Untertitel. Das ist bei den meisten anderen Videos habe ich das jetzt bisher noch nicht gemacht, weil es einfach verdammt viel Arbeit ist. Das ist für mich das Aufwendigste an allen YouTube-SEO-Aktivitäten und darum mache ich das auch bei den meisten Videos nicht, weil ich bisher, muss ich dazu sagen, einfach ein bisschen zu faul dafür war. Und hieran erkennst du eben, dass ein Untertitel eingefügt wurde. Und ich zeige dir jetzt mal den klassischen Weg. Ich gehe jetzt einfach mal hier zum Beispiel auf dieses Video. Oder nein, besser noch, ich nehme ein Video, das nicht transkribiert ist, zum Beispiel das hier. Okay, mache ich jetzt anders. Noch ein anderer Weg. Ich nehme zum Beispiel jetzt das heutige Video. Ich gehe hier im Creator Studio auf Bearbeiten und hier kannst du dann eingeben Untertitel Closed Captions. Also Closed Captions bedeutet, dieses CC danach. Da klicke ich jetzt drauf. Und hier ist jetzt ein automatischer Untertitel hinterlegt. Das ist die Sprache, die YouTube automatisch aufnimmt, wenn du das Video hier hochlädst. Also das filtert YouTube raus. Aber so richtig fürs Ranking und für YouTube SEO hilft es dir nur, wenn du einen eigenen Untertitel hinzufügst. Und das macht man hier. Dann wählt man die Sprache aus. Okay, den vorhandenen überschreiben wir, denn ich habe hier schon ein bisschen rumgebastelt zuerst. Und dann gehst du normalerweise, kannst du hier eine Datei hochladen, transkribieren und automatisch synchronisieren oder neuen Untertitel erstellen. Und ich gehe jetzt auf Transkribieren und automatisch synchronisieren. Da klickt man drauf und jetzt gibt es hier die Funktion, dass man hier einfach das Video abspielt, hier gleichzeitig zu schreiben beginnt und wenn man zu schreiben aufhört, dann stoppt auch das Video. Nein, umgekehrt. Wenn man zu schreiben aufhört, läuft das Video weiter. Während man schreibt, stoppt das Video, damit man eben mit dem Tempo mithalten kann. Und du kannst dir schon vorstellen, wenn du hier ein 5-Minuten-Video hast oder noch längere, dann sitzt man hier teilweise eine Stunde dabei, um das wirklich abzutippen. Und das ist eben genau die Arbeit, die mir bisher immer zu anstrengend war. Und jetzt zeige ich dir den genialen Trick, den ich hier herausgefunden habe. Ich gehe jetzt hier nochmal auf YouTube. Ich gehe jetzt hier auf irgendein Video von mir. Okay, ich nehme jetzt hier wieder das erste. Und jetzt hast du hier drüben die Funktion, dass du hier klicken kannst. Auf diese drei Punkte. Und dann kannst du hier auf Transkript öffnen gehen. Da klicke ich jetzt drauf. Und hier drüben wird das Transkript jetzt geöffnet. Auch mit der Zeitangabe, die brauchen wir allerdings nicht. Und das ist jetzt das Transkript, das YouTube selber herausgefiltert hat. Und das ist, ja, jetzt nicht perfekt. Es sind einige Wörter dabei, die es falsch erkannt hat, die überhaupt nicht passen. Aber ehrlich gesagt ist mir das egal, denn das Transkript, das sieht sich im Video sowieso keiner genau an. Mir ist nur wichtig, dass der Text halbwegs stimmt. Ist jetzt aber meine eigene Meinung, das soll jetzt nicht die absolute Wahrheit sein, aber ich sehe es so. Ich habe auch früher das Transkript nie absolut richtig abgetippt. Ich hatte da immer Fehler drinnen und mir reicht dieses Transkript hier. Aber wie gesagt, mir reicht es nicht jetzt hier hinterlegt bei YouTube, sondern ich möchte mein eigenes Transkript erstellen, denn so hilft es mir beim Ranking. Und alles, was du jetzt hier tun kannst, ist auf diese drei Punkte klicken. Dann gehst du noch auf Zeitstempel ein- oder ausblenden. So, jetzt ist die Zeit weg. Und jetzt markiere ich mir hier einfach diesen Text, scrolle ganz runter,
Ctrl-C, gehe jetzt in eine Word-Datei, füge diesen Text jetzt hier ein, den brauche ich auch nicht formatieren, den kann ich dann 1:1 so bei YouTube dann in dieses Textfeld eingeben und ich kann den jetzt noch verbessern. Man kann sich das hier durchlesen, man kann diverse Fehler eben noch ausbessern und man kann es auch noch SEO optimieren. Zum Beispiel habe ja ich beim Video, ist ja mein Titel User in Bold, das kann ich hier zum Beispiel noch reinschreiben. User in Bold. Passt jetzt zwar nicht zum Text dazu, aber nur, dass ich dir zeige, was du machen kannst. Wenn ich mit dem Text dann zufrieden bin, kopiere ich mir das Ganze, wieder Ctrl-C, gehe hier zurück zu YouTube und hier packe ich jetzt mein ganzes Transkript rein. Würde dann jetzt, ich verwende dieses Transkript jetzt nicht, weil ein bisschen verbessert gehört, gehe hier auf Timing festlegen und dann nach ein paar Minuten kehre ich zurück. Wenn das wirklich dann hinterlegt ist, dann gehe ich noch auf Veröffentlichen und dann habe ich hier dieses Transkript fertig und ist auch richtig gut für das YouTube SEO, damit mein Video besser gefunden wird. So einfach geht das jetzt mit diesem Trick, das ist relativ neu und das kann ich dir nur raten, mach das bei deinen Videos, denn das boostet die richtig in die Höhe. Die Videos, wo ich wirklich das Transkript gemacht habe, die ranken verdammt gut, habe ich teilweise ja über 80.000 Aufrufe, wenn ich ganz vorne bin und das ist ein Großteil dieses Erfolgs, dieses Transkribieren. Das war's jetzt schon wieder zu diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Abonniere auch meinen Kanal für die weiteren Updates und hinterlasse mir gerne einen Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Einen kleinen Moment noch. Am Ende von diesem Video habe ich noch ein tolles Geschenk für dich, nämlich meinen Videokurs Die zwei Internetgeldstrategien. In diesem Kurs zeige ich dir zwei einfach umzusetzende Strategien, mit denen du Geld im Internet verdienen kannst. Und eine dieser beiden Strategien, die ist tatsächlich so einfach, dass die jeder umsetzen kann, der fehlerfrei bis 3 zählen kann und einen Internetzugang besitzt. Alles, was du jetzt tun musst, um diesen Kurs zu erhalten, ist, klicke auf den Link unter diesem Video und fordere dir diesen Kurs kostenlos an. Mach das jetzt!